Willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 14 Shadowbringers mit einer nürenden Aya im Hintergrund. Und Orianga, der hier gerade vor meiner Nase steht. Das ist mein Kaffee, lass meinen Kaffee hier. Der schmeckt dir doch gar nicht. Du magst gar keinen Kaffee. Verdammt, ich muss mich jetzt mal eben ganz kurz meinen Kaffee erkämpfen. Gib meinen Kaffee wieder. So, da bin ich wieder. Und weiter geht's. Orianga will mit uns durch die Weltgeschichte reisen. Ein Flug zum Meer der schwarzen Winde und ein Tauchgang auf eigene Faust. Ich fürchte, dieser übermütige Plan könnte sogar deine Kräfte übersteigen. Ich habe einen Weg gefunden, wie wir die Tiefen des Meeres mit prominenter Hilfe erreichen können. Doch bevor ich mehr dazu sage, solltest du zuerst deine letzten Geschäfte hier in Crystarium erledigen, denn sobald wir aufbrechen und sich die Wogen über unseren Köpfen geschlossen haben, werden wir uns erst dann wieder aus dem Nass erheben, wenn unsere Aufgabe getan ist oder für immer in den dunklen Tiefen von Tempest versinken. Orianga, ich glaube nicht, aber okay. Dann wollen wir mal. Hast du alles erledigt? Gut. Ich habe mir Folgendes überlegt. Unser nächstes Ziel liegt auf dem Grund des Meeres, eine unwirtliche Umgebung, die uns viele Nachteile bereitet. Damit wir dort atmen und uns auf gewohnte Weise bewegen können, möchte ich die Hilfe eines Feenwesen erbitten. Ich kenne ihn selbst nur aus den Erzählungen der Pixies, aber wenn es stimmt, was ich über ihn gehört habe, sollte er uns wie so manches in dieser Welt sehr bekannt vorkommen. Aber was bedeuten langwierige Erklärungen? Folge mir nach Grantel, dann wird sich alles zeigen. So, Goody, da wollen wir doch gleich mal hinfliegen. Wo wollen wir hinfliegen? Wir wollen dahin fliegen. Das ist doch okay, das kriegen wir relativ einfach hin. Warum ich sage, dass das nicht ganz so stimmt, was Orianga da gerade von sich gibt, ich werde an einer bestimmten Stelle definitiv nochmal Tempest verlassen müssen, weil mich die, weil die Story dort an einem, in einer Sackgasse endet. Wann, das werdet ihr dann rechtzeitig oder früh genug herausfinden. Und weil ich natürlich das Ganze sinnvoller finde, in einem durchzuspielen, bis man zu diesem Engpass kommt und dann halt eben mehr Zeit in den Rest zu investieren, ist es besser, nicht zwei Baustellen zu öffnen, sondern lieber eine. Also das heißt so viel wie erstmal die Main Quest so weit machen, bis sie halt eben nicht mehr weitergeht. Und dann kann man mal nach links und rechts gucken und die anderen Sachen aufdecken. Auf die Art und Weise muss man nicht überlegen, war das jetzt eigentlich diese Questline, die er da gerade gespielt hat, oder war das die andere Questline, die da gerade gespielt wurde? Also, ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Und das finde ich so halt eben um einiges einfacher, angenehmer, besser. Und deswegen kümmern wir uns erstmal um den Spaß. Wir sind sogar bald Stufe 80. Wupp, wupp. Hands up. Und das heißt, uns ist eh bald das gesamte Spiel offen. Das gesamte Spiel. Ich wünsche mir jetzt einen Applaus. Ich wünsche mir jetzt einen Applaus. Yay. Nice. Dort ist der See im Westen. Dort in der See im Westen siehst du die Insel aus dem Wasser ragen. Die hässliche da drüben? Ja. Schwimm zu ihr hin. Tauche und betrachte sie unter Wasser. Dann wird sich dir offenbaren, was ich meine. Mir liegt das nasse Element nicht. Ich werde meine Kräfte und meine Geduld schonen und mit einem Boot folgen. Ich glaube fast, Orianga kann nicht schwimmen. Aber das macht auch für uns nichts. Wir schwimmen, wir fliegen da einfach rüber. Wir müssen nämlich auch gar nicht schwimmen, das geht auch so. Und mal gucken, was uns hier erwarten wird. Wir müssen hier unterseeischen Felsen untersuchen.
und da sehen wir es eigentlich auch schon. Zieht euch das rein. Das da ist ein riesengroßes Auge. Das da ist eine Schnaute. Das ist ein riesengroßer Wal. Man könnte fast sagen, das ist Bismarck 2.0 oder sowas. Wer nicht mehr weiß, was Bismarck ist, das ist ein Primai gewesen. Dieser zweigeteilte Felsen sieht aus wie die Lider eines geschlossenen Auges. Das war ein Primai von diesem komischen Vogelvolk von den in Heavensward. Ich komme jetzt nur nicht mehr auf den Namen. Wie hießen die Vögel nochmal? Vögelvolk. Wilde Stämme. Das muss hier doch irgendwo zu finden sein. Nö, finde ich nicht. Na gut, okay. Schauen wir mal hier. Der Stein gibt deinen Druck leicht nach. Ist es wirklich Stein oder etwas anderes? Eine sehr gute Frage. Aber wenn man sich das Ding nochmal von... Oh, ich wollte gerade sagen, von Weitem anguckt, dann erkennt man, dass es eindeutig ein Wal ist. Ein kleiner süßer Wal. Hier meine Walflosse. Und hier hinten auf seinem Rücken. Da geht die Post ab. Orianger. Was hast du entdeckt? Dass wir auf einer ganz normalen Insel stehen. Die Insel erinnert mich ein bisschen an einen bestimmten Primae. Es ist eine große Flosse. jetzt eine große Flosse. Das klingt eher nach uns. Eine ebenso humorvolle wie richtige Antwort. Laut den Sagen der Pixies stehen wir auf dem Rücken eines uralten Anhängers des Feengeschlechts. Sein Name ist Bismarck. Richtig, so wie der Herr der Wolken, den die Vanu im Ursprung verehren. Ein fliegender Wal scheint mir ein geeignetes Transportmittel für die entstehende Reise zu sein. Zumal er tauchen kann und in der Lage ist, mit seinem Atem eine schützende Lufthülle zu erschaffen. In so einer Luftblase wären wir vor den Fluten geschützt und könnten uns frei bewegen, ähnlich wie in den Kuppeln auf dem Grund der Rubinsee. Ich werde nun Bismarck in der Sprache der Feen anrufen, wenn ihr euch bitte still verhalten könntet. Niemals! Sach, Bilan Bismel. Lo, Vibida, Savin, Mirame. Ama, Taknai. Falen Silor Vislon. Adatsi al inal. Van Ursaslir, Olfutim, Igrigiatsi. Ich verstehe die Sprache der Feenwesen nicht, aber es klingt nicht so, als wäre er einverstanden. Dass mein Snejak also endlich gelernt, wie man um Hilfe ruft. Ich hatte es mir ja schon gedacht, dass du weitermachst. Du bist ja so putzig.
Ich kann einfach nicht anders, als dir zu helfen. Gyus bis Mel Win Pikt. Van Dromi Drom Jakum. Van Liet Rit Liet. Ohne Sache, Winwist. Isnarin, Solielo. Vergiss nicht, ihm später die Zähne mit Asche zu bürsten. Es gehört sich so. Selbstverständlich, Eure Hoheit. Ich danke dem König der Feen für sein beherztes Eingreifen. Alles ist gesagt, alles ist bereit. Haltet euch gut fest, damit ihr nicht runterfallt. Das Glück der Feen soll euch begleiten. Auf bald, Inbar. Lo, Falorvis, Vanen, Narsita, Din, Rensitagnai. Ah, jetzt ist alles wieder beim Alten. Was denkst du denn? Dass du auf einmal keine Kisten mehr zu schleppen brauchst? Wenn du mich fragst, bin ich schon froh, wenn die fetten Säcke aus Julmoor uns eine Weile in Ruhe lassen. Hey, hast du etwas schon vergessen, wie es war, als der Aufzug sich bewegte? Oder als der große Talos sich erhob? Sowas erlebt man nicht alle Tage. Siehst du das? War das? Da ist doch was ins Meer getaucht. Irgendwas, aber was denn eigentlich? Was ist denn das? Das sieht nicht gut aus. Nichts wie weg hier! Sie doch. Iri halbsi tonne. Atlaton jasne. Das ist ja unglaublich. Tief unter den Wogen hinterließ Bismarcks Atem eine gigantische Luftblase.
Freigelegt vom Wasser, der Ort der Entscheidung. Tempest. Selbst das gleißende Licht des Himmels vermochte nicht, die Düsternis des Meeres zu vertreiben. Es war zu spüren, dass hier der zu finden war, der das Licht verabscheut. Wage dich in das Herz der Dunkelheit. Das letzte Kapitel deines Abenteuers. Yay! Noch mehr Gebiet. Wer hätte das erwartet, dass man echt noch auf die letzte Stufe ein ganzes Gebiet hinzufügt? Aber okay. Hier sind wir nun am Meeresgrund und von oben plätschert immer noch ein bisschen Wasser hinunter. Ich kann dir nicht sagen, dass ich mich umgeben von so viel Wasser wohlfühle, aber Bismarck hat Wort gehalten. Wir sind nicht ertrunken. Nirgendwo ist das Wasser der schwarzen Winde tiefer als in Tempest und wir befinden uns auf seinem Grund. Eine geeignete Stelle, um Emmet Selch in seinem Versteck aufzutreiben und seine Geisel, den Kristallexarchen, zu befreien. Alleine könnte der Aschin natürlich innerhalb eines Wimpernschlages in den Spalt zwischen den Dimensionen entfleuchen, aber mit einem Sterblichen im Schlepptau ist das nicht so einfach. Der Exarche ist der Schlüssel zum Kristallturm und nur fähig und zur Fähigkeit durch die Zeit zu reisen. Emmet Selch kann es sich nicht erlauben, ihn bei einem unbeachteten Dimensionssprung zu verlieren. Ich bin mir sicher, irgendwo in dieser Unterwasserfinsternis werden wir sie beide finden. Ja, vermutlich. Na okay, da haben wir die Information. Wenn du das Areal verlässt, dann melde dich bei irgendjemanden. Und auch hier sind natürlich wieder irgendwo Windätherquellen. Wo habe ich denn den Kompass? Da habe ich den Ätherkompass. Südosten. Ne, das ist ja schon mal eine Richtung, in die wir eigentlich auch gehen werden. Das Gebiet ist nicht sonderlich klein, wie man gerade sehen kann. Und wenn mich nicht alles täuscht, sind das immer noch 10. Ah, keine Information. Na, sehen wir gleich, wenn wir gesammelt haben. Wo sollen wir den denn suchen? Emmet Selch wird den Kristallexarchen ja nicht hinter einem Korallenriff versteckt haben. Wenn wir den Hang dort drüben hinuntergehen, wird es steiniger. Möglich, dass wir da auf eine Höhle oder etwas ähnliches stoßen, das dem Dämon als Schlupfloch dient. Dann los, aber vorsichtig. Der Boden ist noch nass und rutschig. Und die Musik macht es hier tatsächlich kein Stück besser. Die ist so de, voll heititei, alles toll, alles voll chillig. Ich meine, das passt ja schon zu einer Unterwasserlandschaft, die Musik. Aber trotzdem ist das irgendwie so... Ah, da haben wir die erste Vendetta-Quelle. Die erste hier in Tempest. Und jetzt können wir sicherlich mal gucken. Windätherquellen. Nee. Es sind tatsächlich 10 und 5, so wie wir es schon gewohnt sind. Ärgerlich. So, Südosten. Wenigstens sind die ziemlich nah beieinander. Ich finde meine Fahrzeuge hier nicht mehr. Ich bin auch der Meinung, dass Tempest ziemlich einfach war, was die Windätherquellen anging. Was ist das denn da oben? Da leuchtet irgendwas ganz hässlich. 65 hier in Richtung Osten. Na komm, ich will da hoch. Lass mich da hoch. Das geht nicht. Gibt es einen anderen Weg? Ja, das sieht doch gut aus. Nordwesten. Ich glaube, wir sind hier schon auf dem richtigen Weg. Irgendwo hier wird es sicherlich gleich eine Windätherquelle geben. Hoffentlich. Nö. Hier oben vielleicht? Ganz oben? Kommen wir da aber noch nicht hin. Boah, bin ich einfach nur blind? Bin ich blind? Ich weiß es nicht.
Hoppla. Das wollte ich nicht. Nein, das wollte ich auch nicht. Ich wollte das Ding haben. Südosten. Sieht echt so aus, als ob wir direkt hier drüber sind. Na gut, okay, dann gehen wir mal weiter Richtung Quest. Obwohl ich eigentlich viel lieber die Windäderquelle ganz gerne hätte. Schon ein bisschen öd hier, finde ich. Oh, guck mal hier. Monumente. Monumente? Alte Ruinen. So, Ruinen. Nennen wir es Ruinen. Ein junger Ondo. Hallo Ondo. Wer bist du? Und warum soll ich ihm helfen? Ich kenne ihn doch gar nicht. Okay, dir auch einen wunderschönen guten Tag. Aber das funktioniert, das läuft ja ganz gut, würde ich sagen. Alte Mauern. Ätheriten haben wir hier auch. Das macht die Sache für uns, also zumindest das Reisen für uns nochmal um einiges angenehmer. Das finde ich sehr gut. Mit dem harmonieren wir doch gleich mal. Sehr schön. Jetzt können wir mal gucken, wo wir hier eigentlich gelandet sind. Hallo? Hat hier jemand was von Fisch gesagt? Ich bin der neue Fischhändler in der Umgebung. Die Flossenlosen. Sie sind mir gefolgt. Was wollt ihr hier? Psst. Habt ihr uns etwa unser Wasser geraubt? Ja, das waren wir. Gern geschehen. Wir wollen euch nichts Böses. Sag, wohnst du hier? Ist das hier eure Heimat? Wenn wir euch gestört haben, dann tut es uns leid. Wir wussten nicht, dass hier unten jemand lebt. Wir brauchen die Luftblase, um eine wichtige Suche durchzuführen. Bitte habt dafür Verständnis. Psst, ältester Tollschart, was sagt ihr dazu? Seid ihr die Gesandte der Alten? Die Rätsel der Vergangenheit sind erwacht. Erst das erleuchtete Land und jetzt kommt auch noch ein Land, ihr Landler. Psst. Toll, ich sabber hier, ja. Wir erwarten die Gesandten der Alten. Mit ihnen werden wir sprechen. Wenn ihr es nicht seid, dann geht. Also, wenn das so ist, dann sind wir die Gesandten. Natürlich sind wir die Gesandten. Das ist doch wohl... das sind wir doch, oder? Also gut. Wir werden schon mehr tun müssen, um sie zu überzeugen. Wir sollten uns beratschlagen. Also, was ist der Plan? Ich möchte nicht zu lange hier bleiben und du hast auch nicht alle Zeit der Welt. Mir wäre es am liebsten, wenn wir die Ondo ruckzuck davon überzeugen würden, dass wir diejenigen sind, auf die sie warten. Oder was auch immer er gerade meinte. Ohne ihre Hilfe sind wir hier unten wahrscheinlich aufgeschmissen. Sie wissen etwas. Der Älteste hat von einem erleuchteten Land gesprochen. Emmet Sech verschwindet in den Tiefen des Meeres und hier geht ein rätselhaftes Licht an. Das muss doch irgendwie zusammenhängen. Ganz sicher, Rene. Das ist eine wichtige Spur, ohne Frage. Erinnerst du dich daran, wie ich uns nach Yulmo reinbringen wollte? Ich wollte mich als Händler ausgeben, der Geschäfte mit den Ondo macht. Die Verhandlungen mit meinem Kontakt bei den Ondo waren aufgrund der kulturellen Unterschiede nicht einfach. Aber manchmal, nachdem ich einmal sein Vertrauen erworben hatte, haben wir uns geeinigt. So wird es hier auch laufen. Wir werden unsere Differenzen überwinden und eine Einigung finden, indem wir ihr Vertrauen gewinnen. Und wie sollen wir das anstellen? Der Älteste schien nichts von uns zu wollen, außer, dass wir die Gesandten sein sollen.
kein Wunder, dass unsere Ankunft auf Ablehnung stößt. Die Luftblase bereitet den ans Leben im Meer gewohnten Ondo sicher viele Unannehmlichkeiten. Wenn wir diese Unannehmlichkeiten aus dem Weg räumen, können wir ihnen beweisen, dass wir ihnen mit der Luftblase nicht schaden wollen und keine bösen Absichten hegen. So könnte es klappen, aber es muss schnell gehen. Es kann zwar sein, dass die Ondo doch nichts mit über MRC wissen, aber eine bessere Idee habe ich auch nicht. Der Klassiker. Ich spüre, dass dieser Stamm eine Verbindung zu den Ashians hat, auch wenn ich nicht sagen kann, was für eine. Ich würde das gerne weiter untersuchen. Ich stimme dafür, dass wir ihnen helfen, wie Orianger vorgeschlagen hat. Ja komm, dann machen wir das wieder. Sinnlose Quests, damit irgendein Stamm freundlich gesonnen ist. Das übliche Blabla. Dann ist es entschieden. Istola, führe du deine Untersuchung durch. Wir anderen werden jeder auf eigene Faust tun, was wir können, um die Ondo von unseren guten Absichten zu überzeugen. Okay, wir machen das. Weil Alfino das sagt. Und er ist ja der Dude mit dem Plan. Na gut, Alfino, du scheinst ja wohl Plan zu haben. Reden wir mal mit dir. Dufte, du wirst es nicht glauben, wen ich hier getroffen habe. Das ist Pausche Oan. Er ist der Ondo, mit dem ich die Geschäfte machen wollte, um nach Yulmor reinzukommen. Psst, ich hab gewartet, aber du kamst nicht. Dann kam ein Mistel, aber auch er kam nur das eine Mal. Es tut mir wirklich leid, die Dinge haben sich ganz anders entwickelt, als ich es wollte. Können wir irgendetwas tun, um uns zu entschuldigen? Nördlich von hier ist eine Höhle namens Seelenruhe der Landler. Dort treiben sich Schwimmkrabben rum, lästige Viecher und leicht zu vertreiben, denn die Ondo sind schnell und stark. Aber jetzt ist dort eure Luft und die Schwimmkrabben sind schneller und stärker als wir. Ich habe schon verstanden. Ich kümmere mich um das Problem. Pauschste Ohren. Hast du schon Arbeit gefunden, Dufte? Wenn nicht, dann begleite mich doch. Bei dem Namen der Höhle stellen sich mir die Nackenhaare auf. Seelenruhe der Landler. Brr. Ich verstehe das Problem nicht. Klingt nach einem ganz normalen Ort. Also, wäre das jetzt, keine Ahnung, hier direkt um die Ecke? Ich würde da gerne hinkommen. Oder hinfahren. Schade, ich habe eigentlich gehofft, dass ich hier irgendwie... Ah, perfekt. Das ist ja perfekt. Das ist ja genau dahin, wo auch die Windätherquelle zu finden ist. Wo ist denn die nächste? Aha, im Westen, da drüben irgendwo. Da kommt ein Rialga angefahren. Sehr schön. Nee, wir düsen jetzt mal hier hoch die Quest entlang. Und machen dann dort oben einfach so einen kleinen Cut. Dann sind die 30 Minuten nämlich auch rum. Und alle sind glücklich und zufrieden. Und wir können dann weitermachen, wo wir aufgehört haben bei der nächsten Folge. Aber bis die Minuten voll sind, wandere ich hier weiter hoch und trinke meinen Kaffee. Ach ja, begeisternd. Wie schön das Ganze hier doch ist. Uiuiui. Herrlich. Naja, komm. Ganz so kacke bin ich dann auch nicht. Ja, und wo ist Alfino? Wie war nochmal hier die Aussage mit, oh ja, ich helfe dir bei den Krabben? Ja, am Ende muss ich den ganzen Kram selber machen. Das ist typisch Alfino. Typisch. Verlass dich auf die anderen und du bist verlassen. Die kommen eh erst, wenn ich hier fertig bin. Zumindest haben wir schon mal ein Drittel geschafft. Jetzt kriege ich Schluck auf. Sehr gut.
So, Hack. Noch ein Fisch weniger. Jetzt nur noch ein. Nee, ich wollte hier nicht unter Wasser. Ich laufe hier auch gleich einfach mal nach oben. Da müssten sicherlich auch noch welche sein. So, dann kralle ich mir nämlich den hier. Und, och toll, ist noch ein zweiter dazugekommen. Frech. Frech. Natürlich hole ich mir nur diesen einen. Und dann laufe ich hier hoch, um diese Windätherquelle zu sammeln. So, danke. Ich bin jetzt weg. Die Quest habe ich abgeschlossen. Also brauche ich euch auch nicht mehr. Ihr wart nur ein Mittel zum Zweck. Na komm, ich will lieber Motorrad fahren. Kein Chocobo. Fahren wir hier einfach hoch. Und dann müsst ihr hier oben gleich Richtung Westen. Hier unten müsst ihr sein, Südwesten, sage ich ja. Da ist dann eine Windätherquelle, die wir uns greifen werden, um dem Fliegen wieder ein kleines bisschen näher zu sein. Ach, das wird großartig. Jetzt muss ich nur noch herausfinden, wo genau die liegt. Richtung Süden, also mehr so ein Diesel. Ah, da ist sie ja. Da ist sie ja. Wunderbar. Keine großen Bewegungen. Und zurück zum Dorf. Und an dieser Stelle erstmal ein Cut. Danke fürs Zuschauen. Und bis gleich bald demnächst irgendwann. Tschüssi.